So, ich habe euch ja noch versprochen, in Anführungszeichen, dass wir jetzt ein bisschen TT'en. Ich TT ganz gern mit Wario, warum? Keine Ahnung. Was? Knopf? Knopf. Wir haben Knopf als Reifen freigespielt. Herrlich. Aber anhand dessen, dass ich, ja, also wie viele Münzen ich hier jetzt habe, das zeigt ja eigentlich schon mal, dass ich nicht so krass gesuchtet habe. Ja, also ich bin jetzt bei 2500 Münzen, einen Monat nach Release. Manche hatten den Goldgleiter schon am zweiten Release-Tag freigeschaltet, für den man 10.000 Münzen braucht. Das ist dann schon nochmal eine ganze Ecke weiter. So, wo fangen wir an? Am besten wir fangen an mit Zuckersüßer Canyon, weil die Strecke... Ich fahre mal gegen meinen eigenen Geist. Die Strecke bin ich gestern als letztes gefahren. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, die dann als erstes zu wiederholen. Das Wichtigste in diesem TT ist, dass man die Münzen in der richtigen Reihenfolge beziehungsweise, ja, einfach so einsammelt, wie es der WR auch macht. Beziehungsweise, wenn man eine bessere Strat hat, dann ist die natürlich auch super. Aber das Wichtigste ist eben, dass man die Münzen da auch halbwegs zusammenbekommt. Und das ist, ja, teilweise gar nicht mal so intuitiv. Hier habe ich zum Beispiel jetzt schon eine Münze verpasst. Es ist halt wieder, du fängst im TT an, dann bist du nicht gerade der Super-Pro beim ersten Versuch. Das ist ganz normal. Und ihr seht ja, ich bin jetzt auch schon weit hinter meinem Rekord zurück. Ja, also man muss die richtige Route fahren. Und das ist auch ein Grund dafür, warum hier teilweise auch gerade auf dieser Strecke zwei verschiedene Routen, die Münze hätte ich übrigens mitnehmen sollen, zwei verschiedene Routen durchaus sinnvoll zu fahren sind in zwei verschiedenen Runden. Das war sehr gut. Starten wir einfach nochmal neu. ich weiß auch nicht, wie lange ich das jetzt probieren will. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber wie gesagt, es wurde gewünscht und die Alternative wäre jetzt ein bisschen online zu fahren, aber ich glaube, jetzt gerade so an die Offline-GPs mal kurz so eine Session TT dranhängen, wird eigentlich nicht schaden. Ja, das Wichtigste ist, dass man die Münzen einfach richtig einsammelt. Und dass man, das ist so die zweite Sache, dass man am besten nicht allzu viel driftet und viel auch auf geraden Strecken dann auch einfach in der geraden, ja, ohne irgendwas anderes zu machen, einfach nur geradeaus gurkt. Das ist zwar mega langweilig fürs TT und ist total ungewohnt, aber es ist halt einfach, ja, geradeaus zu fahren ist einfach die schnellste Möglichkeit. Was ich auf der anderen Seite noch dazu sagen möchte, wie auch immer, ja, was war das jetzt? Sehr gut. Bisschen den eigenen Gedanken verloren. Ja, also dieses Firehopping, was die WRs machen, das wird ja so bezeichnet, dass man in vielen Kurven einfach, das war wieder sehr gut, dass man in den meisten Kurven einfach viel springt oder gerade nachdem man Drift gezogen hat, ganz oft hin und her springt. Das macht man, damit man den Turbo ein bisschen verlängern kann, weil der hält in der Luft tatsächlich länger an, als wenn du dich auf dem Boden befindest. Das mache ich fast nie. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich weit hinter den WRs zurück bin. Aber ich glaube, bei weitem nicht der einzige Grund. Ja, ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum die WRs da ein bisschen mehr skillen. Und ich weiß nicht, ich habe es mir noch nicht wirklich angeeignet. Vielleicht muss man das fürs TT, vielleicht wäre das mega sinnvoll. Ich gehe fast davon aus, dass es ziemlich sinnvoll wäre. Aber gut, aktuell, wie gesagt, bin ich noch nicht so, ja, noch nicht so erfahren da drin, als dass ich es machen würde. So, ich bin jetzt immer noch 0,2 hinter meinem Rekord. Also man sieht schon, hier sollte man übrigens eine Münze da mitnehmen. Das ist auch wieder so ein Strat, die ist ein bisschen seltsam, dass man da nur eine Münze mitnimmt. Und jetzt fährt man eben den linken Weg. Und hier holt man sich dann auch nur eine Münze ab. Weil man eben, ja, also man muss halt hier immer abwägen. Hole ich mir schnell die 10 Münzen, dann habe ich zwar schnell den Turbo-Speed, aber wenn ich dafür komische Lines fahre, lohnt sich halt nicht. Und die Alternative ist, hole ich mir weniger Münzen, aber dafür fahre ich bessere Lines. Ja, und meistens ist es so eine Kompromisslösung aus beidem, die man dann irgendwie für sich entdecken muss. Das ist jetzt immer noch nicht so optimal, was ich hier abliefer. Gestern war ich fast bei jedem Run an meinem Rekord dran. Und hier, das war auch die Strecke, wo ich eine Sub schaffen wollte. Das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. aber gut, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich habe es am Ende leider dann nicht mehr geschafft. Und musste dann aufhören, weil meine Finger sonst wehgetan hätten.
Und ihr seht schon, ja, also mein Rekord fährt mir doch ein bisschen weit weg. Den Cut hier, den hätte man auch relativ gut rausfinden können, behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, eine 1,54,9, das ist jetzt nicht so optimal. Ihr seht, eine knappe Sekunde hinter meinem Rekord, aber zumindest jetzt auch nicht allzu schlecht. Ja, also ich behaupte mal, also mein Ziel ist es eigentlich immer so jetzt gerade am Anfang, so eine Sekunde pro Runde hinterm WR zu landen. Also so 3 Sekunden insgesamt. Das ist eigentlich immer ein realistisches Ziel. Auf manchen Strecken würde ich auch 2 Sekunden durchaus als möglich voraussetzen. Auf anderen Strecken, wie zum Beispiel hier jetzt, finde ich selbst 4 Sekunden relativ schwierig. Hier habe ich jetzt auch die 3 Sekunden, aber hier habe ich auch schon relativ lange dran gesessen, muss man sagen. Und ihr seht schon, ich bin auch die Kurve hier relativ eng gefahren in meinem Geist. Also, ich wüsste auch nicht mehr, wo ich allzu viel rausholen sollte. Wie gesagt, das Firehopping ist natürlich immer eine Möglichkeit, mit der man mit Sicherheit auch einiges an, ja, einiges an Speed nochmal rausholen könnte, aber die, wie gesagt, beherrsche ich halt einfach nicht. So, jetzt hier zumindest 0,1 hinter meinem Rekord. Ich glaube, mein Rekord war gerade in der 2. Runde ein bisschen schwächer. Oh ja, das hätte man natürlich vermeiden können. Weil hier bin ich irgendwo gegen gedotzt. Ich glaube, hier am Ende von der Kurve bin ich gegen gedotzt. Das war nicht so geil. Genau hier. Ja, hat man gesehen. Habe ich ein bisschen Zeit jetzt gut gemacht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, einfach nicht allzu viel driften auf Geraden gerade. Ha, er hat gerade gesagt. Vor allem auf Geraden sollte man eher mal die geradeaus Strecke wählen und dafür wenig driften. So, auch hier jetzt wieder 0,1 hinterm Rekord. Also man sieht, man holt dann schon auch auf. Das ist dann schon, es ist ein Erfolgserlebnis auch sichtbar. Zumindest so halbwegs. Wie gesagt, das ist mein eigener Rekord. Also irgendwann war ich schon mal so schnell. Also dann, das beunruhigt mich dann schon irgendwie noch ein bisschen. Aber wir sind jetzt vielleicht 0,2 hinterm Rekord. Das ist dafür, dass ich gestern so hart gesuchtet habe, durchaus okay. So, hier in der 3. Runde verpasse ich ganz gerne Mini-Turbo. Ich weiß zwar nicht warum, aber es passiert mir ziemlich häufig. So, und jetzt hier nochmal. Ja, 1,54,4. Ich glaube, das kann man mitnehmen. Viel besser werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht werden. Also irgendwann schon, aber wie gesagt. Was mich interessieren würde, ist mir, jetzt ist jetzt wirklich auf der Strecke nur das Firehopping, was mir fehlt, um 3 Sekunden zum WR aufzuholen? Oder ist das irgendwie, ja, vielleicht gucken wir uns den WR einfach nochmal an. Und ich versuche das für mich selbst ein bisschen zu entdecken. Einfach jetzt nur mal auf der Strecke. Weil den habe ich mir im Voraus auch runtergeladen. Gegen den bin ich dann auch tatsächlich gefahren. Ich finde, wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat bei seinem Rekord, hilft es eigentlich immer, gegen den WR zu fahren. Zumindest hat man in den ersten beiden Runden noch im Blick. In der 3. Runde vielleicht nicht unbedingt mehr, aber halbwegs geht es dann doch gut. Wie ihr seht, er fährt auch mit Morten, den Slicks und dem Goldcard. Genau, das Goldcard hat auch noch dieselben Werte, aber das habe ich halt noch lange nicht freigespielt. Ich sehe halt an vielen Stellen nicht wirklich, wo der WR... Also hier war das Firehopping ganz klar erkennbar, habt ihr gesehen. Da ist er dann so ein bisschen nach rechts gesprungen. Ich hoffe, das gibt keine Copyright-Verletzung, dass ich hier seinen Rekord zeige. Ich hoffe, der klagt mich nicht an. Ich glaube eher nicht. Ja, auch hier wieder. Ihr seht, dieses Hin- und Her-Hoppen macht er dann durchaus häufiger. Und ob das jetzt wirklich das Einzige ist, was mir auf der Strecke fehlt und eventuell noch im... Ja, also mich würde mal interessieren, wie groß der Anteil ist, der das da ausmacht. Also, ob ich durchs Firehopping jetzt 70% meiner Strats gegen ihn verkacke oder 90% oder 20% oder wie viel ist der Anteil, den die engen Kurven da ausmachen. Weil ich bin halt schon der Meinung, dass meine Kurvenlagen relativ ähnlich sind zu sein. Wie gesagt, das Hin- und Her-Gehüpfe ist halt noch ein bisschen das, was ich nicht adaptiert habe und vielleicht viel reinschlägt, vielleicht wenig. Wäre cool zu wissen, ob jemand da Ahnung hat, wie viel das tatsächlich ausmacht. Und ich habe gerade bemerkt, in der 2. Runde holt sich der WR nicht die hintere Münze, so wie ich das ganz gerne mache, sondern die vordere rechts. Hier, also vor der Kanone. Warum, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, die hintere ist ein bisschen sinnvoller. Weiß nicht. Vielleicht hat er da, was auch immer er da gemacht hat, aber vielleicht war es doch nicht das Perfekte, ja. Das ist halt in dem Stadion immer noch schwer abzuschätzen,
wie stark die WRs tatsächlich noch sind und an wie viel sie gefailt haben könnten. Oder wie perfekt sie sind. Das finde ich immer schwierig zu sehen. Aber wir haben auf jeden Fall bemerkt, dass er noch ein ganzes Eck schneller ist. Aber nichtsdestotrotz, mit meiner Zeit bin ich schon relativ zufrieden. Das muss man einfach mal so postulieren. So, die zweite Strecke, die ich gefahren bin, ist Wasserpark. Die würde ich ganz gerne auch nochmal versuchen zu zeigen. Auf der bin ich nicht ganz so lange gefahren. Ich glaube, auf der bin ich tatsächlich auch am kürzesten gefahren. Naja, also auf Zuckersüßer Canyon bin ich auf jeden Fall am längsten gefahren. Und vielleicht machen wir das so, dass wir an jeder Session am Ende einfach noch ein paar Strecken dranhängen, die ich auch TT't habe. Und dann haben wir eben dieses Zeitverelement. Jetzt nicht so lange wie bei MKW, weil dafür fehlen mir einfach noch ein bisschen... Ja, also mir fehlt halt auch noch ein bisschen die Theorie, sag ich mal. Ich finde es schwierig abzuschätzen, schwierig das zu erklären, weil bei MKW hatte man zumindest noch diese Anhaltspunkte von wegen, ja, hier kann man einen Drift und Wheelie und da ist ein Cut und hier muss man einen Spin-Drift oder einen Slip-Drift ziehen und hier ist halt die Theorie einfach noch weit entfernt davon, dass man es so greifen könnte. Ich fahre übrigens gerade nicht gut, aber das will ich jetzt einfach mal dahinstellen. Ihr seht, vielleicht so ein bisschen, wenn man die Münzen hier einsammeln muss. In der Strecke sollte man auch in der ersten Runde alle 10 Münzen kriegen, wie auf vielen Strecken, aber auf manchen ist es einfach nicht möglich, ohne dass die Lions richtig behindert werden, also... da sollte man sich nicht wundern. Hier, was mich ein bisschen verwundert hat, zieht man den Drift durch, anstatt oben den Stunt zu nehmen. Das liegt daran, dass der Stunt nichts bringt. Weil man, wenn man den Stunt nimmt, kriegt man ja normalerweise den Turbo, wenn man aufkommt. Aber man kommt ja auf der Wasseroberfläche auf, das heißt, den Turbo kriegt man in der Luft. Und ein Turbo in der Luft bringt in diesem Spiel überhaupt nichts. Und deshalb lässt man es an der Stelle einfach, sondern zieht den Drift durch und release den Drift, sobald man unter Wasser ist. So, ich fahre jetzt einfach nochmal, weil das war jetzt nicht so die optimalen Sachen. Wie man die Münzen holt, hat man jetzt hoffentlich gesehen. Halbwegs. Eine habe ich, glaube ich, verpasst. Und die habe ich dann in der letzten Runde wieder eingesammelt. Das ist halt so eine Ausweichstrat, die man machen kann, wenn man eine verpasst und denkt, man ist trotzdem noch ganz gut dabei. Kann man die eine einfach in der letzten Runde dann nochmal... oder in der zweiten Runde dann nochmal mitnehmen. So. Bin ich zumindest schon mal ein bisschen näher dran. Also was mich hier auch verwundert hat, man nimmt... Ja, das war doof, die hätte ich mitnehmen müssen. Man nimmt hier die... Lohnt sich die mitzunehmen? Nee, absolut nicht. Diese Räder, an denen man beschleunigen kann, nimmt man im TT gar nicht mit. Die nimmt der WR nicht mit, die sollte man wahrscheinlich auch so nicht mitnehmen. Obwohl sie einem ja einen Speedboost geben, aber offensichtlich ist die... Ja, die Auslenkung aus der Ideallinie und damit verbunden dann auch noch die... kurze Zeit, in der man ein bisschen langsamer wird, weil man eben gegen den Reifen fährt, das verlangsamt einen ja für kurze Zeit, das ist dann so ein Geschwindigkeitsmalus, dass man es einfach lässt. Und das ist, finde ich, krass. Aber das ist auch mal wieder so eine Situation, wo ich mir denke, Nintendo, wisst ihr überhaupt, was ihr da macht? Weil wenn man was einbaut, was einen eigentlich schneller machen soll, aber was einen dann effektiv langsamer macht, das kann eigentlich nicht im Sinne der Entwickler sein. Denke ich mir dann halt so. Ja, also... Keine Ahnung. Ich finde es schwierig, ja. Hier war die zweite Runde, glaube ich, nicht so gut. Wie wir gesehen haben, bin ich da angedotzt. Jetzt bin ich sogar mal kurz vor meinem Geist. Und ich habe es ja schon gesagt. Ich bin hier die Strecke nicht allzu lange gefahren. Von daher ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich, dass ich jetzt vor meinem Geist kurz war. Nein, das war doof. Da bin ich im Offroad hängen geblieben. In der dritten Runde hat man auf der Strecke noch das Problem, dass einem das U-Boot ganz gerne in die Quere kommt. Dem WR kommt es nicht in die Quere, weil er schnell genug ist. Ich mit meinen Strats habe da aber Probleme. Deshalb fahre ich in der dritten Runde so eine Möchte-gern-Aushilfsstrategie. Da wo man sich eigentlich ins Wasser fallen lässt mit dem Turbo, das kann man da eben nicht mehr machen, weil man dann zu weit links wäre. Deshalb zünde ich den Turbo einfach über Wasser und probiere dann mit dem Turbo über Wasser halbwegs ordentlich durchzukommen. Weiß nicht. Es klappt mehr oder weniger gut. Wie gesagt, es ist halt immer sinnvoller, wenn man dann auch schneller ist als das U-Boot. Ja. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen was anderes ansprechen? Ich bin gerade ein bisschen im Redefluss gewesen. Interessantes Thema, was ich für heute noch ein bisschen... mir überlegt habe, was man durchaus mal weitergeben könnte. Es gibt ja immer wieder Schüler, die meckern über
gute Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, so Stochastik in der Schule wird eigentlich immer total seltsam und komisch angesehen, weil es etwas ganz anderes ist und weil, ja, normalerweise versucht man halt mit Mathematik in der Schule irgendwas Handgreifliches zu rechnen, ja. Und Stochastik ist halt so der erste Punkt, wo es ein bisschen theoretischer wird, ja. So Wahrscheinlichkeiten von Würfelereignissen oder so, das kann man sich vielleicht alles noch ganz gut vorstellen. Auch das ist ja nichts, was man jetzt aktiv beobachtet, sondern es ist ja mehr so eine Art Theorie, ja. Du wirst, auch wenn, ja, auch wenn du gesagt bekommst, der Erwartungswert, nee, das ist Schwachsinn. Wenn du gesagt bekommst, die Wahrscheinlichkeit für eine 6 zu werfen ist ein Sechstel und du würfelst 100 Mal und hast halt nur 10 Sechsen geworfen und dann denkst du dir, ja, was bringt mir das? Schön, dass das ein Sechstel ist, aber ich habe nicht ein Sechstel davon geworfen. Und das ist halt so eine Schwierigkeit, die man in der Schule zu überwinden hat mit Schülern. Und auch in der Oberstufe wird Stochastik, da kommt dann ein bisschen mehr dazu, da wird das dann ein bisschen, ja, verhasster angesehen, habe ich durchaus von manchen Schülern mitbekommen. Andere Schüler finden es ganz cool, gerade wenn, also gerade Nachhilfeschüler, finden Stochastik meistens ganz cool, weil es einfach ein bisschen was anderes ist als dieses standardisierte Mathe, sage ich mal. Es ist ein bisschen mehr Nachdenken, die Rechenaufwände sind meistens nicht ganz so groß, und man kann sich halt viel auch schon ein bisschen überlegen, so im Vorfeld. Ja, aber die Gefahr ist halt, man blickt gar nicht durch, wenn man keinen Ansatz hat für manche Aufgaben. Das ist so die große Gefahr bei Stochastik. Hm. So, was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Genau, aber auf der anderen Seite, man denkt ja, wie gesagt, immer, Stochastik hat keine wirklichen Anwendungen. Ja, gut, wie gesagt, diese Theorie, dass ein Würfel dann halt in einem von 6 Fällen die 6 zeigt, ist halt auch nur eine Theorie. Auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, dass jegliche Stochastik im Leben die Leute irgendwie auch fasziniert. Weil nicht umsonst sind Kartenspiele, Würfelspiele, Brettspiele, die ja teilweise auch einfach auf Stochastik aufgebaut sind, so beliebt, ja. Und das ist Freizeitgestaltung. Die Menschen machen Freizeitgestaltung mit Stochastik. Auch wenn es sich ein bisschen seltsam anhört, aber es ist nun mal so. Auch in Casinos wird Stochastik betrieben, ja. Das ist auch, also wer Casinos nicht als Freizeitgestaltung, gut, wenn man so, man süchtig ist, dann ist das vielleicht keine aktiv ausgesuchte Freizeitgestaltung, aber ja, ist auf jeden Fall eine Freizeitgestaltung. Und das ist halt wirklich eine ausschließliche Freizeitgestaltung, weil was macht man im Casino sonst? Ja, gut. Weiß nicht, was Truckerfahrer da sonst so machen, ne, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, und in dem Sinne, das war jetzt übrigens ziemlich doof, weil ich jetzt die Münze schon wieder nicht mitkrieg. Ach, das ist doch kacke. Ja, jetzt ist mein Rekord schon wieder dran und ich habe eine Münze weniger. Hier sollte man auf jeden Fall beide Münzen mitnehmen und das finde ich irgendwie jedes Mal wieder schwierig. Muss man ein bisschen weiter von rechts anfahren, dann funktioniert das auch halbwegs. Ja, ist aber auch, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Ein bisschen lenken mache ich dann schon ganz gerne mal auf solchen, bei solchen Abschnitten. Aber es ist eigentlich schwachsinnig. Ja. Also, wo waren wir jetzt gerade? Ein bisschen Stochastik für Freizeitgestaltung. Ja, das ist was, was Leute fasziniert. Aber trotzdem ist es halt nicht wirklich, halt dieser Zufall an sich, Zufallsereignisse sind für Menschen irgendwie was, ja, was Faszinierendes, weil das ist, ja, also wenn das ganze Leben deterministisch wäre, gut, das ist halt so eine Frage, Determinismus, also eigentlich sind, naja, also sagen wir mal, bei PCs gibt es keinen Nicht-Determinismus, also es gibt, man kann sich nicht-deterministische Maschinen konstruieren, aber bisher ist, oder? Moment, gibt es nicht-deterministische Programme? Doch, ich glaube, es gibt nicht-deterministische Programme, aber dazu gehören keine Zufallszahlen. Weil, oder Zufallsereignisse am PC. Man kann ja am PC, vielleicht wisst ihr das, kann man ja Zufallsvariablen programmieren. Das heißt, du sagst im PC, okay, du gibst jetzt mal eine zufällige Zahl zwischen 1 und 5 aus. Oder zwischen 1 und 6, dann haben wir einen Würfel. Und damit kann man dann quasi am PC würfeln. Aber dieses am PC würfeln ist nicht wirklich zufällig. Weil der PC muss irgendein, also normaler PC ist deterministisch, das heißt, er braucht irgendwie
brauche den Anhaltspunkt, um zu sagen, wie generiere ich diese Zahlen, ja? Und diese Anhaltspunkte sind bei PCs meistens irgendwelche, ja, Werte, die der PC in sich hat, keine Ahnung, irgendwelche Spannungen für, ja, für Bits, die vielleicht gerade nicht genutzt werden, oder die Temperatur im Rechner, die wird ganz gerne verwendet, Datum und Uhrzeit wird ganz gerne verwendet, und dann kriegst du halt halbwegs zufällige Ergebnisse. Weil, ja, ein Datum, eine Uhrzeit und eine Temperatur gleichzeitig wirst du nicht nochmal reproduzieren können. Deshalb wirkt es zufällig, aber in Wirklichkeit ist es nicht zufällig. Und genauso ist es ja auch beim Würfeln in echt, ja. Wenn du in echt würfelst, dann denkst du zwar auch, das ist Zufall, aber im Endeffekt stehen da ja mechanische Gesetze dahinter. Zwar mechanische Gesetze, die kein Mensch wirklich berechnen kann. Also wenn ich jetzt Würfelbecher habe und den Würfel auf den Tisch klatsche, dann kann ich mir im Voraus relativ schwierig überlegen, weil der Würfel halt einfach, keine Ahnung, nicht perfekt eckig ist und nicht perfekt rund. Das heißt, es ist schon mal ganz schwierig, irgendwelche Bewegungen von dem Würfel zu berechnen. Und dann halt muss er irgendwo noch Unebenheiten haben. Dann hat der Tisch irgendwo noch Unebenheiten. Und deshalb ist es grundsätzlich eigentlich nicht möglich zu berechnen, auf welche Seite ein Würfel fällt, wenn mit der Geschwindigkeit und sowas in der Art, ja, also könnte man sich ja überlegen, ob das vielleicht geht, aber grundsätzlich, wenn du wirklich die genaue Geometrie des Würfels hättest und genügend Mathematik betreiben wollen würdest, könntest du das. Also auch in der Hinsicht gibt es eigentlich keinen Zufall. Zufallsereignisse sind eigentlich nur Ereignisse, die ein Mensch nicht begreifen kann, weil er sie entweder nicht berechnen kann oder weil er halt einfach, ja, weil es zu viele Parameter gibt, die es beeinflussen können. Und deshalb kann man in der Hinsicht von Zufall sprechen. Aber es ist kein wirklicher Zufall, ja. Also wirklich ein Zufall, wenn wir in unserem Leben niemals. Gut, das ist jetzt auch schwierig, ne? Weil den Urknall könnte man natürlich auch als Zufallsereignis auffassen oder das davor.